Hi, wir sind Martin und Mikolai. Ich mache da gleich auch noch mal eine kleine Introduction Slide von uns beiden. Genau, wir wollen euch ein bisschen das freundliche Betriebssystem für das IoT näher bringen. Das nennt sich Riot. Kommt alles, worum es da geht. Also erstmal werde ich euch kurz erzählen, was überhaupt Riot ist. Und dann werden wir ein bisschen wird Mikolai euch ein bisschen erklären, wie man mit Riot dann entwickelt. Und dann kommen wir zum eigentlichen Workshop-Part, wo ihr da hinten unsere Koffer euch nehmen könnt und dann auch gleich loslegen könnt, mit Riot zu entwickeln. Also zuerst, wer sind wir? Ich bin Martin, ich bin eine wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden, mache gerade meinen Doktor an der FU Berlin. Ich bin Riot-Kontributorin seit 2011, schon ziemlich lange. Das ist länger, als der Name Riot existiert und Maintainer seit 2013. Ja, Kontaktdaten findet ihr da. Mikolai ist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden und aber erst seit letztem Jahr mit im Riot-Team. Also noch nicht ganz so, aber er macht schon sehr viele Tutorials auch an der Uni. Das heißt, was Tutorials angeht, ist er auch sehr erfahren. was ist nun Riot? Riot ist, wie ich schon sagte, ein Betriebssystem für das Internet der Dinge, das Constrained Internet oder eingeschränkte Internet der Dinge. Was heißt das? Nun, wenn wir uns das normale Internet, so wie wir es kennen, angucken, dann haben wir da ganz viele Computer, Server, Laptops, Tablets, Smartphones drin und die haben normalerweise jede Menge Gigabyte an RAM. Selbst ein IoT-Gerät, was manchmal als IoT-Gerät benannt wird, ist der Raspberry Pi. Das hat auch 1 bis 8 Gigabyte, je nachdem, welche Version man hat. Und wenn wir uns aber das Constraint IoT ansehen, dann sind wir, was die Kosten der Knoten angeht, was die Größe der Knoten, also die physische Größe, die Speichergröße und auch was den Codespeicher angeht, den ROM, und die Energienutzung angeht, sehr viel kleiner. Wir sehen hier, dass bei dem Constraint-IoT-Knoten, die wir hier haben, das sind so Arduinos, STM-Nucleos und MSP430s, Mikrocontroller, da haben wir nur ein paar Kilobyte an RAM. Das heißt, da können wir, kann man versuchen, Linux drauf zu machen, geht meistens aber nicht. Das heißt, da habe ich jetzt noch was Neues eingefügt für Leute, die sich vielleicht noch mal ein bisschen so einen Vergleich sehen wollen. Also beim normalen PC haben wir dann ein CPU, bei Embedded Devices haben wir einen Mikrocontroller. Beim PC haben wir so Interfaces wie PCI Express, beim Embedded Device gibt es nur GPIO, SPI, I2C, you name it. Wir haben beim PC normalerweise etwas, das dafür ausgelegt ist, dass irgendwie Menschen damit interagieren, also irgendwie eine GPU, die dann irgendwie eine Grafik anzeigt und ein Keyboard, wo man irgendwie Dinge reintippt. Bei Embedded Devices haben wir irgendwelche LEDs, die blinken, wir haben Sensoren, die irgendwie Sachen aus der Umgebung wahrnehmen, irgendwelche Servos, womit man irgendwas steuern kann. Das heißt, das ist alles mehr wirklich, dass man irgendwie die Umgebung wahrnimmt, nicht oder dass die Maschinen miteinander kommunizieren, gar nicht darauf ausgelegt, dass diese Maschine jetzt mit Menschen kommuniziert. Und wir haben beim normalen PC haben wir SSDs, HDDs, hatten wir gestern auch bei der Hacking-Show gesehen. bei den Embedded Devices haben wir meistens nur ein Built-in-Flash, das heißt auch nochmal deutlich kleineren Speicher. Genau. Und darum packt man bei den Embedded Devices dann entsprechend Riot oder auch andere Betriebssysteme wie zum Beispiel Zephyr oder FreeRTOS rauf, während man bei den großen Computern dann sowas wie Linux, iOS, OS X oder was auch immer draufpackt oder Android. Und genau, das ist dann Riot. Riot ist ein freies und offenes Betriebssystem. Wir haben einen sehr kleinen Memory Footprint, weil wir eben diese kleinen Devices targeten. In dieser Beispielkonfiguration, die wir haben, ist das dann 1,5 Kilobyte RAM und 5 Kilobyte ROM, also wirklich sehr, sehr klein. Wir versuchen Hardware Abstraction so gut wie möglich bereitzustellen, das heißt, man kann dann von einer Plattform das nehmen und auf eine andere Plattform übertragen. Und wir haben einen vollen erweiterbaren Netzwerkstack, genau. Und das erreichen wir alles mit unseren Design Principles. Ich lese sie manchmal vor, ich lese sie manchmal nicht vor. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich lese sie heute mal nicht vor. Könnt ihr euch nochmal alles durchlesen in Ruhe, wenn ihr nachher euch das Video anguckt. Genau.
Genau. Und aber diese HAL, die wir haben, also die Hardware Abstraction, erlaubt es halt, dass man von einem Rapid Prototyping sehr schnell auch zu Deployment gehen kann. Das heißt, wir haben halt auch ein, wir haben auch die Möglichkeit, dass man halt sichere und future-proof IoT-Devices bauen kann, weil wir halt auch zum Beispiel sowas wie Remote-Software-Updates erlauben und alles auf offenen, interoperablen Standards basiert. Wir sind außerdem halt unabhängig von irgendwelchen Herstellern. Wir haben Board-Support für Geräte von TI, NXP, SDM, Nordic, SDM. Also anders zum Beispiel als S4, die sehr stark von Intel abhängig sind, haben wir da, sind wir da irgendwie, wir nehmen alles. Und das heißt halt auch, dass man das einfach nur einmal implementieren muss und dann kann man, wenn man ein bisschen ein paar Konfigurationsparameter ändert, auch gleich auf irgendeine andere Plattform deployen. Und das heißt halt auch, dass wir 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit und neuerdings auch 64-Bit supporten. 64-Bit hauptsächlich bis jetzt nur bei unserem sogenannten Native Board. Native Board bedeutet, dass man Riot nicht auf ein Board draufpackt, sondern als einen nativen Linux-Prozess einfach auf seinem Computer laufen lassen kann. Und ja, wir, dadurch unterstützen wir bis jetzt über 270 Boards, 400 Sensoren und andere Peripheral Devices. Genau, und da sieht man so einen kleinen Zoo an Boards da unten. Das sind jetzt nochmal ganz andere Boards, als ihr heute benutzen werdet. Wir benutzen auch, unterstützen auch verschiedene Connectivity-Technologien. Ihr kennt wahrscheinlich alle hier Ethernet, Wi-Fi, CAN bus, aber was wir im IoT mehr benutzen, sind hier die oben, die Wireless Personal Area Networks wie 802.15.4. Kennt das jemand? Oder kennt jemand ZigBee? Wenn ihr ZigBee kennt, dann kennt ihr 802.15.4, weil das ist der Link-Layer davon. Und wir unterstützen aber auch Bluetooth Low Energy, NFC, LoRaWAN als Long-Range-Technologie. Damit kann man dann halt zum Beispiel so Community-Netzwerken wie dem Things-Network beitreten. Und es ist immer noch auf der Slide drauf, aber momentan wird daran tatsächlich gar nicht so viel gearbeitet, dass wir irgendwie auch noch Cellular Technologies wie NB-IoT oder LTE-M unterstützen wollen, irgendwann mal in der Zukunft, aber momentan habe ich da länger nichts mehr gesehen. Genau. Also das resultiert dann aber auch, dass unser Netzwerkstack so ein bisschen anders aussieht. Wenn ihr beim klassischen Web-Applikationen halt irgendwie was mit HTML, HTTP, über TCP, IPv6, IPv4 arbeitet und dann natürlich hier unten Ethernet Wi-Fi habt, haben wir beim Constraint IoT, benutzen wir so Sachen wie CBOR, weiß nicht, CBOR kennen wahrscheinlich nicht so viele von euch, ist aber im Prinzip JSON in binär und sehr klein ausgelegt. Für die, die sich vielleicht noch erinnern, es gab ja mal diese Impfzertifikate, die waren in CBOR kodiert, tatsächlich, in der EU. CoAP ist im Prinzip eine HTTP-Alternative für das IoT, die man über, also Constraint IoT, die man über UDP machen kann. Ja, inzwischen kann man auch HTTP mit HTTP3 über UDP machen, aber ist dann trotzdem nicht so concise, wie es mit CoAP möglich ist. Und dadurch, dass wir natürlich sehr viele Geräte prognostizieren fürs IoT, haben wir gar nicht erst überhaupt IPv4-Support eingebaut, sondern es gibt nur IPv6-Support. Wenn ihr IPv4 machen wollt, müsst ihr halt euch einen anderen Netzwerkstack nehmen. Und das erreichen wir dann halt über diese constrainten Link-Layer mit Sachen wie 6LoWPAN, SHIC. Könnt ihr euch alles mal später vielleicht nochmal angucken. Eigentlich für euch jetzt hier für den Kurs ist nur dieses CoAP und vielleicht noch UDP wichtig, weil da werdet ihr dann später noch ein bisschen mit interagieren mit unseren APIs. Ein bisschen über die Geschichte von Riot. Ich habe ja gesagt, ich bin schon seit 2011 dabei. Das heißt, ich bin hier irgendwo beigetreten und das hat aber lange vor mir angefangen. Da gab es mal irgendwann an der FU Berlin ein Projekt, das hieß Feuerwehr. Da ging es darum, Feuerwehrleute in Indoor zu lokalisieren in irgendwelchen brennenden Gebäuden. Und dafür brauchte man ein Realtime-Kernel, also ein Realtime-fähiges Betriebssystem, weil alles, was man damals hatte, irgendwie Contiki, TinyOS, war alles dafür nicht passend. Und da wurde der sogenannte Fire-Kernel geschrieben. Und dann, bis 2013, wurde das dann ein paar Mal nochmal umbenannt. Und dann irgendwann hieß es dann ab 2013 dann auch Riot.
Und seitdem haben wir eigentlich auch einen ziemlich regelmäßigen Release-Cycle. Hier am Anfang gab es noch ein bisschen Stolpereien. Wir haben auch hier irgendwie festgestellt, okay, Dezember ein Release zu machen, ist vielleicht nicht ganz so toll, wenn man Weihnachten feiern will. Darum ist das jetzt alles so ein bisschen auf Januar verschoben. Genau, und das nächste Release steht da jetzt tatsächlich auch bevor im Oktober. Genau, und was wir seit 2016, Entschuldigung, sind unsere jährlichen Summits, wo wir uns einmal im Jahr treffen. Da waren wir gerade vor 2 Wochen in Wien und haben uns dort mit Leuten getroffen. War sehr schön. Und nächstes Jahr tatsächlich, da komme ich aber gleich nochmal zu, machen wir es hier in Dresden. Also haltet euch das schon mal frei. genau. Diese Summits machen wir natürlich auch, weil wir halt unsere Community fördern wollen, weil wir sind halt eine selbstorganisierte Community, die so ein bisschen den ITF-Spirit, also ITF ist eine Standardisierungsorganisation für Internetprotokolle, kopiert. Und zwar machen wir das alles mit sogenannten Rough Consensus Decision Making. Das heißt, wir versuchen es auf Konsensusbasis zu machen, aber sozusagen die Leute, die technisch Ahnung haben, die haben ein bisschen mehr mitzureden als Leute, die jetzt einfach nur so dazukommen. Und der Code muss halt natürlich auf jeden Fall laufen. Also da anhand dessen werden halt auch die Entscheidungen dann gemacht. Wenn wir jetzt irgendwie Dinge, die wir nicht testen können, haben, werden die nicht gemerged natürlich. Aber das heißt auch, dass unsere Diskussionen und Entwicklungen alle in der Öffentlichkeit stattfinden, auf GitHub, Discourse und auf Matrix. Und dadurch haben wir halt jetzt in den letzten 10 Jahren über 450 Kontributoren auf der ganzen Welt gesammelt, aus Akademie, Industrie und auch natürlich ganz normale Hobbyisten. Das resultiert dann halt in 2000 Forks, über 46.000 Commits und 3,5 Millionen Lines of Code. Da kann man hier auch so ein bisschen die Lines of Code-Entwicklung sehen. Ich werde bei den Vorträgen häufig gefragt, was diese komischen Spikes hier sind, und hier sind ja auch noch ein paar kleinere. Das sind tatsächlich meistens einfach irgendwie, wenn irgendwelche neuen Hardware-Plattformen reinkommen. Zum Beispiel hier der Spike hier, das ist dann der 64-Bit-Support gewesen. Und hier vorne, das war, ich glaube, RISC-V. Genau. Da wird dann halt irgendwelche Vendor-Files reingehauen und dann hast du natürlich irgendwie 10.000 neue Zeilen Code. Und weil wir halt so eine offene und auf Decision-Making und konsensusbasierte Community sind, legen wir natürlich auch Wert auf Community-Arbeit. Hier findet ihr auch ein paar Links, wo man uns finden kann und wie man mitdiskutieren kann. Und wie ich ja schon sagte, es gibt nächstes Jahr den Summit in Dresden, an der TU Dresden. Und zwar ist auch schon Datum festgelegt, also das 1. September-Wochenende sozusagen. Wenn euch das zu lange hin ist, gibt es auch noch die Hack and X, wo wir uns jeden Monat treffen, immer den letzten Dienstag im Monat um 5 Uhr. Der nächste wäre also nächsten Dienstag, auch an der TU Dresden. Aber man kann halt auch zum Beispiel remote teilnehmen. Es werden auch einige Community-Mitglieder aus Hamburg kommen da meistens dann mit dazu. Manchmal sogar Frankfurt, aber die sind nicht ganz so aktiv, darum sind sie nicht immer dabei. Wir versuchen das so ein bisschen für Newbies, da machen wir dann so ähnliche Sachen, wie wir jetzt heute machen werden, aber auch für Experten oder Maintainer, die einfach mal ein bisschen Zeit haben wollen, um ein paar Pull-Requests zu reviewen neben ihrem normalen Dayjob. Genau, und wenn ihr da mehr Informationen haben wollt, gibt es hier den Link zum Forum. Das ist die Jitsi-Session, womit wir das dann remote gestalten, und die Übungen, die ihr jetzt auch machen werdet, da gibt es auch einen Link dafür, genau. Genau, dann übergebe ich jetzt an Nikolai. Alles klar. Jetzt, nachdem ihr ein bisschen was gehört habt über die Geschichte von Riot und das Projekt insgesamt, jetzt dazu, wo es eigentlich heute drum gehen soll, nämlich selber mal was machen mit Riot. Wie sieht das aus, wenn man mit Riot anfangen will? Ihr habt jetzt alle, oder ihr kriegt gleich alle so einen Koffer. Einen von diesen hier. Die haben innen drin ein paar Geräte. Die sind hier auch einmal aufgelistet. Kannst du vielleicht einmal aufmachen und zeigen. Ja. Also, das ist genau das. Da ist als erstes ein Raspberry Pi drin. Wie wir gerade eben schon gelernt haben, das ist nicht das Gerät, wo ihr normalerweise Riot drauf installieren würdet, weil da geht Linux, und wenn Linux geht, dann
nehmt ruhig Linux. Aber das ist eben dafür da, dass ihr nicht auf euren Rechnern jetzt, wenn ihr einfach loslegen wollt, erstmal irgendeine Toolchain installieren müsst und irgendwie irgendwelche Treiber, wenn man Windows benutzt oder sowas. Das ist sozusagen die Entwicklungsumgebung für euch, die ist schon fertig eingerichtet, damit kann man direkt loslegen. Dann das Spannende ist eigentlich die Nummer 3, das seht ihr dann auch gleich. Das ist, darf ich einmal hochhalten, das ist das Board, mit dem ihr gleich arbeiten werdet, die Hardware. Der Microcontroller ist hier drunter, das ist ein NRF von, also ein NRF 52840 von Nordic Semiconductors. Das ist schon eher ein großes Gerät im Vergleich zu dem, was Riot unterstützt. Und das Board hier ist einfach nur drumherum gebaut und hat schon einige LEDs eingebaut und ein paar Sensoren, mit denen man dann einfach schon spielen kann, ohne jetzt irgendwie anzufangen, da Sachen selber anzuschließen. Ja, jetzt falle ich selber drüber. Genau, das sind eigentlich die zwei wichtigen Sachen, ansonsten sind ein paar Kabel dabei, um es anzuschließen, deshalb auch die Steckdosenleisten auf dem Tisch. Und dann, die Folie kommt gleich am Schluss nochmal, wenn ich mich nicht irre, das ist dann, wie man loslegt, also man schließt irgendwie den Raspberry Pi an, verbindet das Board, verbindet sich mit einem lokalen Wi-Fi, das wir hier eingerichtet haben, wo sich die Raspberry Pis auch mit verbinden und dann öffnet ihr einfach eine Seite im Browser und habt da eine IDE, mit der ihr arbeiten könnt. Jetzt noch ein bisschen zur Information, wie das Development so abläuft mit Riot. Das Bildsystem, was wir benutzen, ist Make, also wahrscheinlich einigen von euch schon bekannt. Das wird in Riot für alles benutzt, hat da auch viele Funktionen bekommen, die Riot-spezifisch sind, aber prinzipiell, wenn ihr was bauen wollt, sagt ihr einfach Make und dann baut ihr das. Wir unterstützen Cross-Compilation, oder wir machen natürlich Cross-Compilation, weil wir kompilieren auf einem Linux oder auf eurem Computer oder auf dem Raspberry Pi. Und kompilieren natürlich für das Board, auf dem das dann laufen soll. Wir unterstützen GCC, Clang und wir haben auch eine Docker-Image. Das wäre sozusagen die zweite einfache Variante, wenn ihr das zum Laufen bringen wollt bei euch auf dem Rechner. Kann man auch einen Docker benutzen, wo dann alle Dependencies schon drin sind, die man braucht, um zu bauen. Genau, und Riot ist in C geschrieben. Das ist auch die Standardsprache, in der man irgendwie Applikationen dann darauf schreiben würde. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit Rust-Applikationen zu schreiben. Da kommt, glaube ich, gleich auch noch was dazu. C++ ist ja von sich aus schon relativ kompatibel, das geht auf jeden Fall auch. Es gibt auch einen Layer, um Arduino-Sketches, die man von woanders hat, schon über Riot laufen zu lassen. Und dann gibt es noch so ein bisschen experimentelle Unterstützung für sowas wie MicroPython, JS und Lua. Genau. Wenn ihr jetzt so ein Gerät habt, was nur einen sehr begrenzten Speicher hat, dann ist sowas wie dynamische Allokation keine so gute Idee. Vor allem auch, wenn das ein Gerät ist, was dann irgendwo rumliegt und dann, wenn es ein Malloc-Problem gibt, irgendwie nicht weiß, was es tun soll und ihr habt da keinen guten Zugriff drauf. Das heißt, dass in der Regel benutzt man statische Speicherallokation. Das heißt, beim Entwickeln überlegt man sich, wie groß müssen meine Buffer sein für was auch immer ihr gerade machen wollt. Und legt die von vornherein fest und kriegt dann natürlich im Bild vom Bildsystem auch gesagt, passt das überhaupt auf mein Board oder nicht. Ja? Sagt mir das Bildsystem dann auch Rekursionstiefe mit Funktionsaufrufe oder sowas in der Hand, weil das braucht ja, das sollte man auch vermeiden. Ja, also das ist ja auch so. Also das Bildsystem sagt dir das nicht, dir wird dann halt das System irgendwann um die Ohren fliegen, weil. Ja. Aber wie gesagt, ich meine lokale Varianten dann ja auf dem Stack, das genau. Kann ja auch schief gehen. Genau, klar. Also da sagt das Bildsystem jetzt erstmal nichts. Ich weiß nicht, wie es mit Rust ist. Eventuell kann ich Rust darauf hinweisen. Bei C, ja. Man hat nicht unbedingt Rekursion, aber wenn ich halt fünf Funktionen aufrufe oder so, je nachdem, wie du
Also wir haben natürlich Memory Protection und irgendwann sagt dann der Stack so, Stack voll, tschüss. Klar, dann musst du dann entsprechend die Stackgröße anpassen. Also, das ist auch ein beliebter Fehler, in den man bei Riot-Entwicklung gerne mal reinrennt, dass man dann so, oh, warum stürzt jetzt mein Programm ab? Ah, okay, ja, ist Stack zu klein. Genau, wir haben Support für Multithreading, also verschiedene Threads, die gleichzeitig oder seemingly gleichzeitig laufen. In Wirklichkeit habt ihr in der Regel ein Core, ein Kern, der läuft. Das heißt, in Wirklichkeit laufen die natürlich abwechselnd. Der Scheduler sorgt dann dafür, dass die Sachen nach Priorität geordnet abgearbeitet werden. Und zwischen diesen verschiedenen Threads gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, Kommunikation herzustellen über Message Passing, traditionelle Mutex, Semaphoren, sogenannte Thread Flags, wo man sozusagen dem Thread einfach ein Bit setzen kann und der Thread muss dann wissen, was er damit anzufangen hat. Und es gibt auch ein Event-basiertes System, wo sozusagen der Thread einfach in der Loop wartet, bis er eine neue Benachrichtigung bekommt und dann darauf reagieren kann. Genau, wenn ihr anfangen wollt, was zu machen, dann nehmt ihr entweder ein Example. Es gibt im Repository von Riot gibt's einen Ordner, der heißt Examples. Da sind schon einige schöne Showcases drin für verschiedene Funktionalitäten, die man auch meistens genauso nehmen kann und irgendwo hinstellen, genau. Dann geht ihr eben hin und cross-kompiliert das. Ihr müsst natürlich dem Build-System sagen, für was für eine Art von Gerät ihr das haben wollt. Riot benutzt dafür die Board-Environment, also Umgebungsvariable. In eurem Fall, also für das Tutorial, ist das schon voreingestellt, dass es auf das richtige, für das richtige Board baut. Kann man natürlich dann einfach im Make-File festlegen als Umgebungsvariable. Nächster Schritt ist, das zu flashen. Ihr habt dann irgendwie ein USB-Kabel oder irgendeine Art von Verbindung zu eurem Gerät, was ihr programmieren wollt. Da wird dann das Binary drauf kopiert. Und dann gibt es die Möglichkeit, mit auch aus dem Bildsystem heraus einfach eine serielle Verbindung herzustellen zu dem Gerät, um dann das Standard In und Out zu sehen. Genau, in unserem Fall, das Board, was ihr dann benutzen würdet, das ist der Name davon, aber wie gesagt, ihr braucht das nicht nachher anzugeben, das ist schon im Makefile vorkonfiguriert. Ansonsten make-c, um zu sagen, in welchem Ordner, all zum Bauen, flash zum Flashen und term zum Terminieren, so ungefähr. genau, das ist jetzt ein Beispiel, hier die main.c ist eigentlich so, wie man sich das vorstellen würde, wenn man irgendwo eine main.c schreibt. Ihr sagt einfach irgendwie hier, da geht die Funktion los und dann könnt ihr Standard Output benutzen, um Strings auszuprinten. Und der Makefile, den ihr braucht für eure Applikation, ist auch entsprechend einfach. Ihr sagt irgendwie, wie die Applikation heißen soll, welches Board das ist, könnt ihr hier vorkonfigurieren. Das ist genau das, was wir für euch gemacht haben. Ihr müsst noch sagen, wo der Rest vom Riot-Code liegt, der dann auch mit rein programmiert werden muss natürlich. Und am Schluss inkludiert ihr einen Makefile, wo dann der ganze restliche Magie passiert. Genau, hier nochmal ein bisschen bildlich. Da links ist die Konsole, so ungefähr wird das dann aussehen. Da wird dann das Bildsystem sorgt dafür, dass alle Module oder alle Teile von Riot, die ihr für euer Projekt jetzt braucht, gebaut werden und dann zusammengelinkt. Und am Schluss kriegt ihr eben ein Binary, was dann entweder für ein ARM-Gerät, wenn ihr gerade ein Board habt, wo ein ARM drauf ist, oder auch für ein AVR-Gerät funktioniert. Flashen, ihr schließt das an, in eurem Fall dann den
den Feather Sense an den Raspberry Pi, sagt Make Flash, kriegt auch ein bisschen Output dazu. In dem Moment wird das drauf kopiert und dann könnt ihr mit Make Term euch verbinden. Genau, dann gibt es auch die Möglichkeit, und das haben wir heute auch für euch dabei, in Rust Applikationen zu schreiben, habe ich ja gerade schon erwähnt. Und da sieht das eigentlich relativ ähnlich aus. Ihr habt irgendwie eine lib.rs, da ist eure Main-Funktion drin, die kann auch printen. Euer Make-File sieht sehr ähnlich aus, es gibt dann irgendwie noch ein Features Required, um zu sagen, okay, ich brauche irgendwie Rust Application Support. Und man sagt dann noch, wie das Rust-Modul heißen soll. Und dann habt ihr eine relativ normale Cargo-Toml-Datei, wo ihr die Dependency auf Riot Wrappers habt und das ist sozusagen der Part, der irgendwie den C-Code in Rust verfügbar macht. Und am Schluss benutzt man einfach Make genauso wie vorher auch, sagt Make All Flash Term und habt dann eine Rust-Applikation bei euch auf dem Board. Genau, und damit vielleicht erstmal noch einmal Fragen. Gibt es noch irgendwas? Wollen wir das zweite Mikro? Wie ist denn der Größenunterschied, wenn man das mit Riot OS macht, das Binary oder ohne? Also jetzt bei einem Hello World oder bei einem Blinky. Kann man das so sagen, wie viel Overhead das in etwa ist? Also meinst du, wenn man es bare metal machen würde? Wie bitte? Du meinst jetzt, wenn man irgendwie bare metal einfach dann... Genau. Kann man jetzt, glaube ich, nicht so einfach sagen. Ich glaube, also jetzt so ein Hello World natürlich, da macht es keinen großen Sinn, jetzt irgendwie noch ein Betriebssystem nachzuziehen, außer um jetzt irgendwie die Synchronisation mit der seriellen Konsole dann zu umzusetzen. Wenn man jetzt eine größere Applikation hat, ich glaube, das kommt dann aufs Gleiche wahrscheinlich hinaus, weil alles, was sowas wie Netzwerkstack und sowas, das brauchst du halt dann trotzdem und das musst du dann irgendwie anderweitig reinziehen und es kann vielleicht sogar, weil du dann irgendwie die Library nimmst und die Library zu Inkompatibilitäten führen, dann musst du irgendeinen Kompatibilitätslayer einführen, da hast du wieder mehr Komplexität. Also ich glaube, wenn du da dann sowas aus einem Guss nimmst wie Riot, da hast du dann wahrscheinlich sogar einigen, vielleicht sogar nochmal ein paar Vorteile, aber gemessen habe ich es ehrlich gesagt noch nie. Um's Ganze. Ja, vielleicht noch kurz dazu, das haben wir jetzt glaube ich gar nicht so nochmal explizit erwähnt, aber ihr könnt natürlich beim Bauen ganz speziell sagen, welche Features ihr überhaupt braucht und dann wird auch nur das, was ihr braucht, in dem Binary landen. Also wenn ihr halt kein Netzwerk braucht, dann werdet ihr auch kein Netzwerk da reinbauen und insofern ist dann der Unterschied zu, ich mache das irgendwie bare metal, gar nicht mehr so groß. Wie viel Overhead ist es von der Prozessleistung her? Also dafür, dass ja jetzt noch was unten drunter läuft, oder wird das einfach dann mit reingeschmissen? Also, was heißt so? Also, im Vergleich zu was? Overhead zu was? Naja, wie gesagt, kann ich da dann die gleiche Antwort geben? Natürlich, Hello World. Wobei, das wird, glaube ich, beim Hello World, das wird dann das Hello World printen und dann geht es in Idle Thread. Wenn die Plattform das unterstützt, heißt das, der geht in Sleep Mode und dann war's das. Das heißt, da ist dann keine zusätzliche Prozessleistung, wahrscheinlich sogar besser, als du, wenn du bare metal machst, weil dann musst du selber daran denken, das in Sleep Mode zu setzen. Bei sowas Komplexerem wie einer Netzwerk-Application hängt dann wirklich von der Library oder dem Stack, den du hinten drin benutzt, ab. Komplizierter sein, kann weniger kompliziert sein und dann natürlich den entsprechenden Overhead sagen, ich würde entweder gleich oder halt mehr oder genau, eigentlich wahrscheinlich mehr Overhead sagen, weil du dann ja immer noch auch die Übersetzung zwischen verschiedenen Komponenten selber machen musst. Genau. Sonst noch Fragen?